Der FC Bayern München möchte sich ja definitiv in der Innenverteidigung nochmals verstärken. Jetzt soll tatsächlich Thomas Tuchel ein Gespräch in den nächsten Tagen haben, um Tilo Kehrer von einem Wechsel zum FC Bayern München zu überzeugen. Zudem gibt es wohl ein Ultimatum von Real Madrid an Alphonso Davies. Was hat es damit auf sich und könnte jetzt der Wechsel des Kanadiers zu den Königlichen platzen? Und es soll jetzt auch noch rund um João Neves gehen. Er ist ja ein absolutes Top-Talent vom SL Benfica Lissabon. Jetzt gibt es ein Statement des Trainers von Benfica. Er spricht über einen Transfer in Richtung Bayern. Alles dazu und noch mehr hier im Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Bevor das Video losgeht, schaut gerne mal bei meinem Zweitkanal Yoda Insight vorbei. Dort findet ein Gewinnspiel statt. Bis zum 01.01. könnt ihr da 3x10 Euro Amazon-Guthaben gewinnen. Einfach Follower sein und im Community-Tab unter dem Post einfach kommentieren. Das war's von mir und damit rein ins Video zu verpassen. Ja, aber damit gehen wir rein ins Video. Der FC Bayern München, sie suchen einen Innenverteidiger, der parallel aber auch noch Rechtsverteidiger spielen kann. Genau dieses Spielerprofil, das erfüllt eben Tilo Kehrer. Und das ist ein Name, der ist in München nicht neu. Auch letztes Jahr war er mal Kandidat bei den Bayern. Das wurde letztendlich nichts. Jetzt hat aber Fußballtransfers erfahren, ja, Thomas Tuchel plant wohl ein Gespräch mit Tilo Kehrer und möchte tatsächlich hier ernst machen. Tilo Kehrer, er selbst ist ja letztes Jahr erst von Paris Saint-Germain zum West Ham United gewechselt. Damals hat man 12 Millionen Euro Ablöse gezahlt. Seither ist er dort auch noch nicht so richtig angekommen. Ja, tatsächlich gerade mal 1% der möglichen Spielminuten gemacht, 4 Spiele von 19 Spielen und er war halt auch nicht verletzt. Also für ihn läuft es bei West Ham gar nicht rund. Der 1,86 große Deutsche ist also dort auf dem Abstellgleis. Genau deswegen würde West Ham United ihm wohl auch keine Steine in den Weg legen. Vertrag hat er tatsächlich noch bis 2026, aber einen nur noch Marktwert von 9 Millionen Euro. Thomas Tuchel sieht in ihm halt eine potenzielle Möglichkeit. Er könnte hier das Zünglein an der Waage sein, aber die Konkurrenz ist groß. Zwar jetzt kein Club im Sinne von Bayern München in der Größe, aber auch Eintracht Frankfurt, Sevilla, Mailand, Rom, Stade Rennes, Nizza, alle sind interessiert. Eine Tendenz, wo es hingehen soll, das gibt es aktuell noch nicht. Aber eins ist klar, wenn der FC Bayern München dich will, dann überlegst du zweimal, ob du das nicht tust. Aber was für Tilo Kehrer wohl auch ein Fakt ist, ist natürlich die Spielzeit, die er bekommt. Zwar würde er jetzt, wo Kim In-jae fehlt, wo Nasser Masraoui fehlt, da würde er wohl öfter mal spielen, wenn alle wieder da sind. Dann ist er aber vermutlich eher auf dem Abstellgleis zu Hause. Deswegen ist natürlich die Frage, ja, wie plant jetzt Thomas Tuchel? Kann er da tatsächlich was drehen? Zumindest mal gibt es dann wohl ein Gespräch, einen Austausch mit Tuchel. West Ham United, sie würden ihn wohl ziehen lassen und Tuchel will in den nächsten Tagen ein Gespräch mit Tilo Kehrer führen und eben einfach mal über die Rolle, die er sich für ihn vorstellen könnte und die Absichten des Spielers erfragen, um dann vielleicht einen Transfer zu verwirklichen. Was meint ihr, Tilo Kehrer? Ist er das fehlende Puzzlestück? Für mich passt er irgendwie nicht so ganz rein. Es wurde jetzt immer wieder gesagt, wir suchen hier richtige Verstärkungen, wir suchen einen Abwehrboss. All das ist Tilo Kehrer natürlich definitiv nicht. Und damit gehen wir auch schon zum nächsten Thema. Und das ist der potenzielle Wechsel von Alphonso Davies. Real Madrid stellt Alphonso Davies wohl jetzt ein Ultimatum. Genau das wurde jetzt in den spanischen Medien berichtet. Denn Alphonso Davies, er ist ja aktuell am Hin und Her überlegen, wie geht es weiter für ihn, wie sieht es aus nach dieser Saison. Er könnte entweder seinen Vertrag bei den Bayern verlängern oder eben potenziell einen Wechsel forcieren und dann ist Real Madrid wohl die Top-Adresse. Jetzt hat die spanische Zeitung El Nacional berichtet, der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, persönlich hat dem Linksverteidiger des FC Bayern Münchens ein Ultimatum ausgesprochen. Er muss innerhalb der nächsten 2 Monate über seine Zukunft entscheiden. Wenn er sich für Real Madrid entscheidet, dann würde, so plant der Club zumindest, alle notwendigen Schritte für seine Verpflichtung einleiten. Sollte er sich dagegen entscheiden, gibt es wohl diverse Alternativen, unter anderem Theo Hernandez soll ein Name sein, der sich wohl auch ja hier bei den Madrilenen so ein bisschen ausgemustert hat, aber auch ein Linksverteidiger vom FC Girona. Also heißt es jetzt, dass der Transfer von Alphonso Davies hier tatsächlich zu Real Madrid kurz vor dem Platzen ist?
Das soll wohl nicht der Fall sein, denn die spanische Zeitung Marca, sie vermutet, der Verbleib von Alfonso Davies bei den Bayern ist immer unwahrscheinlicher. Zwar ist grundsätzlich die Gehaltsvorstellung von Alfonso Davies zu hoch für den FC Bayern München, aber vermutlich auch zu hoch für Real Madrid, denn sie sollen, so zumindest die neuesten Berichte, weniger bieten als der FC Bayern München. Trotzdem liegt es jetzt an Alfonso Davies selbst. Wo möchte er hinwechseln? Zu welchem Club möchte er? Wie gesagt, 75 Millionen Euro ist wohl die Ablöse, die die Bayern im nächsten Sommer fordern könnten. Fraglich nur, ob Real Madrid natürlich so viel auch zahlen würde. Denn sie wissen natürlich um den Fakt, die Bayern müssten ihn verkaufen, sie müssten ihn abgeben, ansonsten würde er im darauffolgenden Jahr ablösefrei zu Real Madrid wechseln. Wo seht ihr Alfonso Davies in der nächsten Saison? Könnte er tatsächlich hier Real Madrids neuer Linksverteidiger werden oder seht ihr ihn eher beim FC Bayern München? Eure Meinung wie immer gerne dazu auch mal in die Kommentare. Ich schaue mir die Kommentare gerne an. Ja, und damit kommen wir auch schon zu einem weiteren Thema und das soll João Neves sein. João Neves ist ein Talent vom SL Benfica Lissabon. Ja, und er wird immer mal wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Jetzt hat sein deutschsprachiger Trainer Roger Schmidt sich auch mal zum ganzen Thema João Neves und FC Bayern München geäußert. Ist er eins dieser ganz großen Talente, die bald beim FC Bayern München spielen? Zumindest mal hat auf jeden Fall ja November Sky berichtet, der FC Bayern München ist am 19-Jährigen interessiert. Er gilt als Top-Talent auf seiner Position, hat aber noch ewig lange Vertrag. Und jetzt hat sich Roger Schmidt geäußert. Er sagte, ich spreche jeden Tag mit ihnen. Wir haben große Ziele mit Benfica und natürlich brauchen wir sie. Niemand will sie gehen lassen. Daran habe ich keinen Zweifel. Und er hat wohl auch schon mit beiden Spielern bzw. mit João Neves halt eben gesprochen und ihm wurde signalisiert, dass hier niemand den Verein verlassen will. Zumindest mal nicht im Januar. Transfermarkt.de, sie taxieren den Marktwert von João Neves tatsächlich auch schon auf 45 Millionen Euro und das mit gerade mal 19 Jahren. Wie gesagt, der langfristige Vertrag, man müsste wohl richtig, richtig viele Millionen für den Spieler hinlegen. Man spricht von an die 100 Millionen Euro, die Benfica verlangen würde. Er gilt als eins der absoluten Top-Talente auf seiner Position im zentralen Mittelfeld, ist hier zu Hause, ist aber kein klassischer Sechser, kein Abräumer oder ähnliches. Also von daher passt er eigentlich nicht in dieses Spielerprofil, was Thomas Tuchel da ja aktuell sucht. Eine Holding Six wäre er definitiv nicht. Trotzdem würde er wahrscheinlich weiter gescoutet werden von den Bayern, gerade auch Christoph Freund. Er ist natürlich hier für die Talente zuständig, ist da immer an solchen Spielern wie João Neves interessiert und dran. Wie gesagt, 1,74 groß, 75 Millionen Euro Marktwert, 19 Jahre alt. Das sind so die harten Fakten rund um ihn. Er kann auch im zentralen defensiven Mittelfeld spielen. Er ist aber kein klassischer Sechser. Er ist ein klassischer Achter. Ich würde ihn von der Spielweise her, ja, ich sag mal in Richtung, ja, so Pedri, Gavi, sowas in die Richtung, vielleicht eher Pedri vergleichen. So einer, der halt überall im Feld mal ist und da auch extrem gut ist. Es gibt auf jeden Fall auch Interesse in der ganzen Welt. Liverpool ist an ihm dran, United City, das sind natürlich die ganz großen Namen und natürlich auch die ganz großen Geldbeutel. Und genau deswegen würde sich da ein absolutes Wettbieten um den Spieler anbahnen. Die Frage ist nur, mit dem FC Bayern München oder ohne. Das war's von mir. Das waren die News von heute. Schaut doch gerne mal bei dem Video von heute Morgen vorbei. Da gab es so einen kleinen Zusammenschnitt des Bayern-Jahres. Eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare. Ich sage euch alles Gute. Bis dahin, Leute. Ciao.